Ja, hi, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. In der letzten Folge sind wir hier in Strata angekommen und, wie heißt die Stadt nochmal? Aurel. Wir sind in Aurel angekommen, wir sind immer noch auf dem Weg zu Juliberte, aber müssen da vorher nochmal Sable Isol durchqueren. Aber angeblich soll es hier irgendwo ein Monster geben, was uns am Voranschreiten hier hindern soll, und zwar den Rockkagon. Aber was es mit dem auf sich hat, das sehen wir vielleicht oder vielleicht auch nicht, und ich bewege mich jetzt einfach weiter, weil dieser Typ, der guckt mich schon die ganze Zeit so böse an. Okay, Monster! Komm her! Bims. Und unser erster Kampf in Strada. Mal gucken, ob wir jetzt voll aufs Maul kriegen. Ja. Wegen dem Chaos-Schwierigkeitsgrad und ja, irgendwie schon. Oh Gott! Ja. Ich glaube, ich tue den Schwierigkeitsgrad doch ein bisschen runterstellen. Jo, hi, willkommen, mein Name ist DaniroLP, okay. Einen runter. So, das war doch ein bisschen heftig. So, wie sieht's jetzt aus? Na, auch hier. Oh Gott, was so. Vielleicht sollte ich auch Cherry mal mitnehmen. Die sind immer noch so stark. Ja. Nicht gut. Aber, oh Gott. Pascal, komm her. Balusch. Aber. Ja, den Schwierigkeitsgrad, den stellen wir nochmal runter. Ich glaube, da wird nichts mit Chaos. Nicht so lange ich wieder irgendwie eine Trainingseinheit mache. Aber wir haben gewonnen, ne? Den Kampf haben wir gewonnen. Eieiei. Fachmanntitel. Verbrennung. Ja, bei einer Verbrennung erhöht sich die Dauer deines Taumels beim Erleiden von Schäden und verhindert die KP-Wiedererstellung. Dies ist ein besonders übler Zustand, den du aber mit einem Brennband verhindern kannst. Sollte ich mir mal auch vielleicht irgendwann mal holen. Aber erstmal stellen wir den Schwierigkeitsgrad runter. Und wenn ich den Schwierigkeitsgrad immer noch aufs Maul bekomme, dann weiß ich echt nicht weiter. Da muss ich einfach durchrennen und nach diesem Part ein bisschen trainieren. Da sollten wir, glaube ich, nicht hingehen, das weiß ich, weil ja, wenn wir da hingehen, dann kommen voll die üblen, imba-starken Monster. Und das wollen wir nicht. Und irgendwie kriegen wir immer noch aufs Maul, kann es sein. Oder ist das nur Malik? Aber ja. Ey, Finger weg. Not yet, bang. So, komm her. Nio, Mann. Und ein bisschen mehr Arzt einsetzen mit ihm. Oder? So, jetzt sind die Kämpfe noch ein bisschen angenehmer. Kampfgestellter Fürsttitel. Guck ich mir bald an. Okay, ich gehe jetzt am besten nicht da lang, weil ich weiß genau, da waren üble Gegner auf uns. Die sind irgendwie. Die sagen einen so praktisch, nein, hier musst du noch nicht hin. Hi. Hey, ich werde nicht gebufft. Was soll das denn? Aua. Ja, jetzt machen die Gegner schon wieder fast gar keinen Schaden. Was ist das denn hier für ein Ausgleich? Jo. Oh, jetzt kriegt er aufs Maul. Ich drücke die ganze Zeit L1, aber irgendwie tut sich nichts. Merkwürdig. The captain said they'd let me fly through the air. Oh, I get it. Was brauchst du noch nicht? Du hast doch eine Melone am Kopf. Die lässt sich auch aufblasen. Dann fliegst du wie mit einem Ballon durch die Gegend. Dann brauchst du auch deine Pigtails nicht mehr. Aber oh, boah, ich brauche unbedingt noch ein SK. Damit ich die ganzen aua, starken Kombos einsetzen kann. Letzten davon. Kann das anfänglich gegen was? Also gegen sowas meine ich. Aber
mal. Ja, wird Zeit wieder zu trainieren, habe ich das Gefühl. Aber das machen wir offscreen. So, jetzt mache ich dich verdammt. Ich habe gerade 10. Ich habe gerade 10. So. Nächste Gegner. Oh, das ist eine Sprechblase. Was hat das zu bedeuten? Aua, aua. Also ich glaube, nach dem Part wird ein bisschen trainiert. Oder auch nicht. Oder vielleicht doch. Doch, auf jeden Fall. Ich alle Titel auf Level 4 bringen, damit ich meine Startswerte erhöhen. Aber ich währenddessen nichts Neues lernen. Bah. Na, auch hier. Ah. Bams. Ah, Lehrling. Okay. Welches Level hat Cherry eigentlich? Ich habe sie noch gar nicht ins Team, ja. Hallo. Du bist Level 31. Warum habe ich nicht mein Team? So, ich glaube. Ah, eine Entdeckung. Strata-Kakteen. Kaktusse. Das heißt Kakteen, ich meine ja auch dich. Überlebenskünste. Hui. What's wrong? Why are you sighing like that? My throat is so dry. I'm gonna keel over from this crazy heat. Aren't you all worried and stuff, Captain? Perhaps we should seek aid from this cactus. Cactus? The ability to store water has made the strata cactus a vital resource for the people here. You just cut into it, like this, and there you go. Clean, fresh water. You're amazing, Captain. Want some? Oh, please. I'm so thirsty. I owe you, Captain. Trink Kaktussaft. How was it? Tasty? Warm and gross. It tastes green. Aber grün schmeckt gut. Wenigstens haben wir keine Halluzination bekommen wie in Avatar. Trink Kaktussaft. Das war so eine geile Szene. Ein hübscher Schal. Schale kann Pascal ausrüsten. Oh, Drachenwiderstand. So wie der da. So, hallo, Sprechblasenmann. Ihr schon wieder. Ich habe euch schon 1000 Mal gesagt, ich bin nicht interessiert. Schon wieder? Ich glaube nicht, dass wir uns bereits begegnet sind. Ihr Regierungstypen seid doch alle gleich. Ihr tut stinkfreundlich. Ich habe das aber nur auf meinem Buch seltener Kreaturen abgesehen. Warum interessiert sich die Regierung für ein Buch? Ha, nur weil es detaillierte Informationen über jede Kreatur der Welt beinhaltet. Haben wir sowas nicht schon? Wirklich? Welche Arten von Kreaturen sind denn da drin enthalten? Oho, ich durchschaue euch. Also ihr seid wirklich an den Früchten meiner Forschung interessiert, nicht wahr? Aber klar! Sind alle Forscher so eigenartig? Dieses Buch beinhaltet mehr als die Kreaturen von Strata, wisst ihr? Ich habe die Welt bereist. Zum Beispiel, ihr seid eine Kreatur Nummer 11, das legendäre Buschbaby, eine Kreatur, die im tiefsten Wald haust. Das ist ein wunderbarer Name. Ich wette, sie wäre toll als Statue. Seltene Kreatur Nummer 51, Codename Quickie. Sie nimmt andere manchmal Arbeit ab. Muss ich mir mal merken. Es wäre ein großer, wenn man damit beschäftigt ist, eine Art zu wirken. Er scheint bereits mit diesen Kreaturen vertraut zu sein. Nein, ich nicht. Ich spreche nur aus, was mir gerade in den Sinn kommt. Tja dann, jedenfalls habe ich das Beste bis zum Schluss aufgehoben. Folgt mir und staunt. Seltene Kreatur Nummer 99, Name unbekannt. Dies ist eine neue mysteriöse Kreatur, die gerade im Winter entdeckt wurde. Welche Art von Kreatur ist es? Man sagt, es ist eine zweifüßige, menschenähnliche Kreatur, die von einem Ende des Grails hier zum anderen schwamm. Es ist ein langer Weg zum Schwimmen, aber ich weiß nicht, das klingt nicht nach einer besonders seltenen Kreatur. Was ist mit euch, kleine Lady? Irgendwelche brillanten Kommentare, die ihr gerne mit uns teilen würdet? Ach was, nein. Also, ist sie nur geschwommen, ja? Oho, da liegt ihr falsch. Denn diese Kreatur hat die Gabe, nach Belieben zu verschwinden. Wirklich? Laut Berichten schlendert sie in den einen Moment durch dicke Gras und dann, puff, war sie weg. Und zurück blieb nur ein kleines, merkwürdiges Objekt, das einem Altar ähnelt. Ich vermute, dass es sich bei diesen Kreaturen um nichts anderes als ein Mitglied der legendären Amashiana handelt.
Der Amashianer? Allerdings, der einzig wahren. Tja, eigentlich klingt das nach mir. Unsinn, absurd, in jeder Hinsicht völlig lächerlich. Aber, Pascal, willst du damit sagen, dass du den Grailsee durchschwommen hast? Klar, ich war platsch und plitsch, bevor ich den unterirdischen Ruin gegangen bin. Als ich dich und Sophie traf, war ich gerade auf der anderen Seite herausgekommen. Und dann berührte ich sie, quiek! Ach, und dieses Verschwindending passiert eben, wenn man die Ruinen mit diesem Gerät betritt. Ach ja, stimmt. Da soll mich doch, da sind die Tatsachen direkt vor meiner Nase und ich stehe hier und quassel wie ein Idiot. Darüber regt ihr euch auf. Hier, nehmt das Buch, ich verdiene es nicht zu besitzen. Wirklich? Wow, danke. Hey, habt ihr schon gehört? Eine geheimnisvolle Kreatur soll ganz alleine Turtles-Transporte entladen. Das ist ja schrecklich. Dieses Wesen könnte die komplette Turtles-Transportindustrie aus der Bahn werfen. Wir werden die Tatsache unverzüglich auf den Grund gehen, aber wir brauchen euren scharfen Verstand und eure katzenartigen Reflexe. Schon unterwegs! Yeah! Sind Sie denn sicher, dass hier nicht bloß jemand Streiche spielt? Wer weiß das schon, mein Freund? Wer weiß? Buch seltener Kreaturen. Ach so, okay. Das erklärt natürlich alles. Ich dachte, das ist eine Buch, wo alle Monster drin stehen, was wir irgendwie haben. Ich bin ein Kreisel. So, zack. Grabklinge. Komm schon. Verdammt. Eat this. Oh, I'm gonna punch you now. With my sword. Verdammt. Ich dachte, ich hatte 10. So, mit Sherry ist es jetzt noch ein bisschen einfacher. X-Lähmung, ja. Ich habe die Lähmungstitel ausgerüstet. Zweiter Winteradept-Titel. Weil, ja. Lähmung wird im gesamten Spiel noch verdammt nervig sein. So, warte mal, ihr Kampfgefährter Fürst. Nix, dann nehmen wir das. So, alles auf Level 3 hochleveln und dann wechseln. Wieso sollte ich die dann manuell eigentlich wechseln? Wird mir ja schon geraten. Und dann rüsten die irgendwas aus, was ich nicht will und ja, dann stehe ich da blöd. Death by Moonlight, ha! Aua! Komm schon, ich mache euch alle platt. Warum ihr nicht auf irgendjemand anderes losgeht, ist mir ein Rätsel, aber was soll's? Ha! Hast du gesehen, was mit deinem Freund passiert ist? Das wird jetzt auch mit dir passieren. Verdammt. Okay. Aha. Nur kurz was gucken. Flammen. Angriffszeichen, Höllenfalle. Wetter, ja. Pascal Zeit. Jo. Und nix wird auf dem Geil. So. Verdammt. Ich bin voll dem Heilkreis hier ausgewichen. Ich bin der Beste. Du hast nicht irgendwelche Belebungszauber? Nee, noch nicht, ne? Au. Da bin ich einmal jemand anderem am Steuern und alles läuft ja außer Ruder. Okay, was? Wie bist du wieder aufgestanden, Pascal? Wow. Ich habe ja voll perfekt gewechselt. Nein, was machst du da? Nicht töten! Bist du eigentlich irre? Sie war noch am Boden. Hat sich nur gedacht, XP. Okay. Ja, ich glaube, ich muss ein bisschen trainieren. Oh. Ich war zu kochen in meinen Mixer. In weniger als 20 Sekunden, ja, das hätte ich so gerne.
Warte mal. Ach, egal. Hey, Struhe. Das macht alles wieder besser. Ja, die Kristalle, die werde ich nicht verwenden. Die kann man verwenden, um die Waffen zu verbessern. Und die werde ich nicht verwenden, weil irgendwann braucht man die alle für Quests. Da ich mich sowieso nicht mit Dualisieren auskenne oder und mir halt auch ehrlich gesagt ein bisschen zu zeitaufwendig ist, hier die ganzen Dinge mal aufzuwerten und so, Entschuldigung, lasse ich jetzt lieber. Außerdem kann ich ja immer neue Sachen kaufen, das wäre doch besser. Weil ich habe keinen Bock, irgendwie 5 Stufen einen Gegenstand hochzuleveln und dann in der nächsten Stadt sowieso einen neuen Gegenstand zu kaufen, der besser ist. Man ist doch so, oder? So, am Ende wird sich das vielleicht lohnen. Aber jetzt nicht. Okay, tun wir mal einige auf Level 5 hoch. Was hier noch nicht... Oh, geil. Objekt. Nee, das ist noch besser. Was war das erstmal? Malstrom. Und so mal einige auf Level 5 hier hochleveln, damit ich die im Hintergrund meistern kann. Postbrecher. Und Bindnadel. So. Wir müssen eigentlich bis zur nächsten Stadt noch kommen in diesem Park. Da hinten sieht man die auch schon. Oh nein, jetzt habe ich es verraten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aua, oh, 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 ist gut, ist gut, ist gut. Ich mache eine Ausweichrolle und dann macht ihr nichts mehr, ne? Aua. Oh, oh, Kung Fu Rolle. Flächenangriff. Aue, aue. Oder war Aoi, EOA? Keine Ahnung. Attack on den, keine Ahnung. Area. Ist das nicht AOA dann heißen? Ach ja, den hab ich ja auch noch. Ein bisschen die Angriffe spam in der Trainingseinheit. Dann hab ich wieder gut ein paar neue Titel. Ja, ich nehme jeden Gegner hier mit. Ha! Oh nein, Magier. Magier, Magier. Habt ihr so eine kurze Wirkungszeit? Voll unfair. Hier geblieben. Ach, den Angriff haben wir auch noch. Boah, wir haben so viele Angriffe. Ich setze immer nur die gleichen ein. Bams, so. Bams. Später wird es noch richtig geil, wenn man die aneinander kippen kann. Frostbrecher, Attributmehl. So, das ist gut. Was noch? Okay. Oh, das war perfekt. Bam. Na, verdammt. Und irgendjemand zaubert gerade im Hintergrund. Schau ja. Mann, so treffe ich doch niemanden. Bams. Hold it right there. It's awful. Totally. Yeah. Ist doch nicht heiß, ist doch nur bestimmt 1000 Grad oder so. Was haben wir denn noch? Ja. Ah. Ja, so ein bisschen Menüarbeit ist immer da, ich weiß. So, das könnte nützlich werden. Erfahrungspunkte immer außerhalb der Gruppe hoch. Und mein Abfall. Wir
denn hier Abfall in der Wüste? Hier. Titanfußkette. Insektenwiderstand. Wo sind denn die bitteschönen Insekten? Hold right there. Ich will jetzt auch eigentlich einen Schnitt machen und ein bisschen trainieren und dann in die nächste Stadt weitergehen. Das wird auch gut, ne? Kann ich wieder ein paar Titel meistern? Ja, wir können schon mal reingehen in die Stadt eigentlich. Ich will ja nicht so einen brutalen Cliffhanger hier machen. Und wieder einige auf Level 5. Kann ich wieder einige Titel meistern? Ach, wir sind noch gar nicht. Ich sollte vielleicht auch mal speichern, weil vielleicht welches bereuen. Feuerring. Nee. Und oh, du hast noch gar nicht. Oh, du hast ja jetzt erstmal. Oh, kalt von geil. Hi. Fuck. Ich meine, Mist. Mist. Ah. Auf damit. Aua, aua. Oh Gott. Hier geblieben. Hier geblieben. Zack. Cut in. So, jetzt habe ich 10. Burns. Abklinge, geil. Und kalt von verbessert. Yay. Mach mir mit schon nichts passieren. Sablisol, geil. Ja, schon mal in der nächsten Stadt angekommen. Das ist mein Tower, ne? We seem fine so far, but isn't that Rocka whatever up ahead? Let's ask around. The town people should know something. That sounds like a good idea. Aber nicht so viel, sonst beißen die. Was? Na gut, dann gehen wir mal gucken. Naja, mit dem spreche ich aber erstmal ein andermal. Aber der ist auch noch, naja, wichtig, aber wichtig für uns. Nicht wichtig für die Story, aber wichtig für uns. Okay, Rundenhandschuhe. Geil, her damit. Wir können es uns ja leisten. Und da ist direkt was Neues aufgetaucht. Ich werde sowieso wieder viel Geld haben. Nach meiner Trainingssession. Rundenbluse. Ja, Blusen, das ist eine Robe, ne? Die bekommen immer Cherrier und Pascal, würde ich sagen. Obwohl, muss ich mir mal angucken. Wer hat die jetzt? Okay. Ein runden Geschossstab. Und 4 Stempel und Huhn. Apropos Huhn. Wieder ein paar Gerichte hier zusammenmischen. Lachsreisbrei. Sobaomelett, Reisomelett. Gegrilltes Käse-Sandwich. Ich hätte jetzt gerne ein gegrilltes Käse-Sandwich. Yu-Gi-Oh! GX. Oh. Ich hasse die deutsche Übersetzung von Yu-Gi-Oh! Oder die amerikanische, auf der unsere ja basiert. Aber das ist eine andere Geschichte. Eine andere schmerzhafte Geschichte. Hm. Man wird hier immer noch. Egal. Und so Rotwein. Richtig exquisit. Was haben wir noch hier? Ja, hier können wir neue Sachen mehr bekommen, aber lass mal das. Als Fiebel. Jetzt wieder was anderes. Hacksteak. Ja, tut mir leid, dass ich alles im Schnelldurchlauf mache, aber wer schnelle Finger hat, der kann pausieren. Das aber offscreen zu machen, wo hat kein Schwein überhaupt sieht, das ist doch immer noch besser. Das wäre schlechter, meine ich. Ich muss ja jetzt nicht auf jedes Gericht hier eingehen, oder?
Vielen Dank. Und Kantinenköchin, geil. Deswegen mache ich das auch unter anderem noch. Komische Fähigkeiten. So. Nein. Mixerladen. Dann kaufen wir uns. Ja, Tränke des Lebens. Jetzt haben wir irgendwie doch nichts erreicht in diesem Part. Also in der Stadt hier. So, aber ich habe jetzt Finstertrunke. Das heißt, mein Training wird ein bisschen schneller vonstatten gehen. Nach gehen wir noch ein bisschen rein bis zum Speicherpunkt. Wie soll ich verraten, da ist ein Speicherpunkt. So, hi. Die Truhe erfordert ein Passwort. Ja, ich weiß sogar, welches das ist. Wenn ich jetzt wüsste, wie es geschrieben wird. Grundinformation, nein. Wo ist es? Hier. Wo steht das Dingen? Verdammt! Ich weiß aber, das Passwort ist Rockergong. Aber ich weiß nicht, wie man den schreibt. Rockergong, Rockergong und so. Warte mal. Rockergong, okay. Oder wir töten dich. Hat jemand gerufen? That's no surprise. It's a gentle beast that never caused problems for anyone. Those calling to save the Rockagon are growing by the day. Würdevoller Mann. However, there are many who need to use the road and therefore wish the creature dispatched by any means necessary. The will of the people is very divided. If nothing is done, the situation will only grow worse. This is a problem. We need to get to Uriberte as soon as possible. That's impossible. I don't see this being resolved anytime soon. Okay. What do we do? Oh, den Rockagon kaputt. Captain, in a worst case scenario, how dangerous could the Rockagon be? Er könnte uns zerfleischen. Quite large, but aside from that, I don't know. I've never seen it myself. Das ist schon für gefährlich genug. Das ist ein Plan. Ja, habe ich doch gesagt. Well, we certainly won't reach the capital by standing around here. Let's go. Yeah. So, da ist ein Speicherpunkt. Da ist eine Katze. Hallo. Miau, Schnur. Miau. Okay, hier. Im Lachs. Bitte nicht so. Okay. Des Lebens Würze. Ich würde aber sagen, das gucken wir uns. Warte mal. Rock Gagon. Rock Gagon. So, meine PS3 ist auf einmal voll laut. Ich weiß nicht wieso. Oh mein Gott, jetzt habe ich allen gesagt, dass ich auf eine PS3 spiele. Oh mein Gott. Rock. Rock. Nee, das ist falsch. Rock Gagon, genau. Was? Wir sind immer noch falsch. Was ist das denn? Rock. Gagon. Ah, was habe ich denn jetzt gerade geschrieben? Die Zauberhaut stellt beim Kochen ein Viertel der üblichen Kapitel, aber zum halben Elfpreis. Cool. Okay, dann würde ich aber sagen, das geht und... Entschuldigung, das geht gucken wir uns im nächsten Part an, weil der Part schon ein bisschen lang genug gewesen, finde ich. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Tales of Graces F. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage... Tschüss.